So, jetzt hätten wir gerne noch mal so gewusst, noch mal ein bisschen was über so das Landwirtschaftliche Steinheim. Das ging ja dann los. Erst wurde mit Kühe gefahren und dann wurde mit Pferde gefahren und dann kam, ich glaube, es war so Ende 50er Jahren, 58, 60 kamen die ersten Schlepper, oder? Der Pizzi Wilhelm und der Richard Hofmann Ja, hatten die das ersten war ein Schlepper. Wasserverdampfer, das weiß ich noch, wie ich Kind war. Musste Das antreten, keine Batterie und so ja. weiter. Das war natürlich so. Ja, das war dann da und ich kann mich noch erinnern, in den 60er Jahren, 58, da wurde ja noch Heu gemäht mit diesen Maschinchen, die vom Pferd oder von der Kuh gezogen wurden. Ne? Und dann kamen ja auch die Binder, wenn die Frucht abgemacht wurde, so kam dann die Industrialisierung langsam, in die Wege geleitet. Und aber das Heu wurde damals noch, weiß ich, als Kind im Rechen, die große Wiese immer, da waren so vier, fünf Leutchen, und die haben dann das Gras gedörrt mit dem Handrechen. Und was war ein Staub und ein Dreck, hä? Und das gab es aber auch Kaffee, ne, und es wurde gut gegessen. Und ich denke, wenn man so zurückdenkt, es war auch eine schöne Zeit, oder? Auch. Es war eine schöne Zeit, wenn man heute zurückdenkt, ja. Ja. Aber es war eine arme und traurige Zeit, wirklich Das war. auch, ja. Friedel, wir haben den Sportplatz vom Sportverein Steinheim am Theiß-Hollerfer Bahnhof mit den Sensen gemäht. Kannst du dir das vorstellen? Das kann ich mir Ja, vorstellen, ja. mein lieber Mann, mein lieber Mann. Und wenn es viel geregnet hat, dann stand das Wasser Stand das Wasser vor da. den Toren, ne?